Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, wir haben einige neue Quests bekommen und ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen hören, weil meine Stimme doch ziemlich weg ist im Moment oder zumindest nicht ganz da ist, wie sie sein sollte. Ich habe mir die Quest rausgesucht, Triff dich im verbotenen Wald mit Poppy, weil ich bin wahnsinnig gespannt auf die Sache mit den Zentauren. Ich schaffe das, ich krieg das hin. Sie will sicher helfen. Treffen wir hier die Zentauren? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen als vielmehr eine Überraschung, oder? Das wird Ihnen nicht gefallen. Ja, das denke ich ehrlich gesagt auch. Sie werden am Ende vielleicht Verständnis haben, aber gefallen wird Ihnen das sicher nicht. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie sich freuen, überrascht zu werden. Wir haben keine Wahl, wenn wir die Schnatzer schützen wollen. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Und die haben uns schon mal durchgelassen. Wenn ich es mir recht überlege, sind sie dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur. Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Ich. Wir haben nichts zu verheimlichen. Das stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns einfach helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie! Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen... muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden können? Sind Mondsteine nicht überall? Warum einen aus einer Höhle holen? So wie ich Zentauren kenne, meint er wohl einen bestimmten Mondstein. Wir verstehen es sicher, wenn wir ihn sehen. Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube ihm. Immerhin ist er ja ein Zentaur.
Du hast recht. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Nein! Ich melde mich, wenn ich was finde. Poppy, ich hasse dich. Es ist jetzt offiziell. Ich hasse dich. Es kann doch nicht sein, dass die mir immer nur sagt, hier, die unterbricht die Quest und weiß ich nicht was. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. So. Ich werde jetzt hier warten, mitten im verbotenen Wald. Poppy, hast du schon was rausgefunden? Ich hasse dich. Ich hasse dich wirklich. Okay, also wir haben auf jeden Fall wieder Tag und Poppy ist immer noch nicht gewählt, irgendetwas mit uns zusammen zu machen. Triff Sebastian, das wollte ich später machen. Natti wollte ich noch eben vorher machen. Dann würde ich sagen, ich wollte eigentlich auf die Karte, dass wir uns, denke ich mal, in Hogsmeade treffen. Ne? Stand da gerade nicht irgendwas von Hogsmeade? Nee. Vor Hogsmeade, oder? Sieht zumindest so aus. Reisen wir mal dahin. So, Natti, du blöde Kuh, hast mich hier einfach in... einfach zurückgelassen mit so vielen Fragen. Was, bei Zentauren bin ich mir nicht sicher? What? Redet mir hier nicht von Zentauren, bitte. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Die reden hier gerade von Avada Kedavra und so, ne? Und Azkaban. Und dann gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich muss jetzt hier wieder warten, oder? Es war so klar. Es war so klar. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Ja, Natti. Bin ich. Poppy hat mich schwer enttäuscht. Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, dass du einen Plan hast. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Rape bin ich nicht sicher, aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade, genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts, also findest du ihn vermutlich dort. Sag mal, welche Informationen brauche ich denn von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickle gegen Harlow hatte, oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Ja, meine kleine Antilope. gut, dann werden wir mal die Orte hier abklappern, die sie gerade eben genannt hat. Das sind 100, das ist wahrscheinlich noch weiter weg da hinten. Tut mir leid, liebe Katzen. Ich liebe es, Tiere im Spiel zu streicheln. Och, jetzt geh doch nicht immer rechts und links, Junge. Aber ich muss heute eine Ausnahme machen. Ich habe keine Zeit mehr. Nee, ist doch hier, ne? So. Okay. Die Zwillinge da oben. Mrs. Rape sollte in der Nähe sein. Nee, hä? Jetzt haben sie gerade noch dahin gezeigt. Jetzt ist sie doch nochmal weiter oben. Eieiei, okay. Letztes Mal standen hier aber nicht so viele Leute rum, glaube ich. Kann aber auch sein, dass wir irgendwie nachts unterwegs waren. So. Oh, Isko, was habe ich getan? Mrs. Rape? Kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln.
Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isco. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iscos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Haben Sie Harlow geholfen, seit ihr Mann entführt wurde? Nein. Ich mache mir große Sorgen um Isco, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iscos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich. Wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen. Doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut. Hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Mrs. Rabe, wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine großzügig bemessene Gedenkzeit gewährt, aber unsere Geduld neigt sich dem Ende zu. Wir wissen, dass Ihr Ehegatte es begrüßen würde, wenn Sie den Wert einer Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten. Dürfen wir bis zum Ende der Woche eine Antwort erwarten? Die Angelegenheit sollte unter uns bleiben, wenn Sie verstehen, was wir meinen. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nun zu Mr. Biggles anderen zwei Freunden. Ja, das hoffe ich auch, aber ich bin ja eigentlich immer guter Dinge. Ich gehe immer erstmal vom Positiven aus. Wobei es natürlich auch Situationen gibt, wo man immer vom Negativsten ausgehen soll, weil dann ist man tatsächlich darauf vorbereitet. In der Regel wird es ja nicht schlimmer als das, was man sich im Endeffekt selber ausdenkt. Der führt uns jetzt... Wieso führt er uns jetzt hier rum? Achso, das sind drei verschiedene Orte gewesen, genau. Dann gehen wir erstmal zu dem. Ich glaube, der ist nämlich am nächsten Otto dran. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Er sagt jetzt, ich soll hier rein? Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit... Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann.
Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Verständlich. Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde. Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier mit ihrem Monogramm. R.H. Daran würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist. Was haben Sie getan, um die Erpressung geheim zu halten? Wie ich schon sagte, kreative Buchführung. Ich habe außerdem versucht, die Kosten mit meinen Ersparnissen zu decken. Aber das Geld wird knapp. Das zeugt natürlich nicht gerade von der Verbesserung meiner Lebensumstände, um Rosie würdig zu sein. Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir. Sagen Sie es ihm doch einfach. Er ist ein netter Mann. Aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wo war ich? Wir sind es tut auf der mir leid, das Spur. Geld ist weg. Ein Freund von Mr. Biggles fehlt noch. Genau, und den werden wir jetzt aufsuchen, den Agabus. Frage ist nur... Ach, da hinten, jetzt zeigt er auch an, wie weit das entfernt ist. Jetzt hätte ich fast die Katze gestreichelt. Okay. Da kommen wir nicht durch. Ach, der ist außerhalb. Ach so. Agabus Wilbert muss hier irgendwo sein. Ja, nee, ist ein anderer. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert? Ich würde gerne mit Ihnen über Ihr Verhältnis zu Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Es war klug von Ihnen. Tja, ja und nein, ne? Also ich persönlich hätte es auf jeden Fall gesagt. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Arzibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertalerbande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Nutty finden. Ja, und ich darf... ups, da wollte ich eigentlich gar nicht runterspringen. Und ich darf mal wieder nicht fliegen... Weil von wegen Hogsmeade und so, was ich bis heute irgendwie noch nicht verstehe, muss ich auch dazu sagen. Ich kann verstehen, dass das vielleicht ein bisschen viel Trubel wäre, wenn jetzt alle mit dem Besen ankommen würden. Andererseits, ich meine, sind wir mal ehrlich, die kommen ja nicht alle gleichzeitig da an. Also warum da Besenflug oder generell Flugverbotszone ist, ich verstehe es nicht. Und
ich bin mal einfach so frech und würde mal glatt behaupten, dass die dunklen Künste, also sprich alle, die auf der bösen Seite stehen, sag ich mal, dass die sich sowieso nicht an sowas halten würden, sondern das irgendwie durchbrechen könnten. Deswegen, ja. Natti verspätet sich nie. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Dein Ernst jetzt? Jetzt muss ich hier nochmal komplett zurücklaufen. Dann kann ich auch direkt dahin laufen. Eieiei. Also entweder ist sie gerade doch jemanden am Belauschen oder was ich irgendwie eher im Gefühl habe momentan. Es könnte natürlich auch sein, dass hier irgendwas passiert ist oder sie festgehalten wird gerade. Aber ich schätze mal, das würde man draußen dann schon hören. Da hinten. Also es tut mir auch wirklich leid, dass ich mit dieser Stimme heute auftauche. Hat doch eigentlich gezeigt, dass die hinten draußen ist, hä? Aber sie zeigt mir an, nicht so reingehen. Was denn nun? Ja, zeigt mir aber an, nicht so hier suchen. Nattis Zauberstab? Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Sie steckt in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, was mit ihr passiert ist. Revelio! Aber mal was anderes. Ich hatte gerade doch noch alle vier von den blauen Dingern unten mit der alten Magie voll. Wieso sind jetzt zwei davon weg, nur weil ich hier hingeflogen bin? Muss ich das verstehen? Okay, das sind Fußspuren. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie wollen. Der ist gerade durch die Mauer weg. Hallo? So, Moment, die ist jetzt... Die geht ja irgendwie immer gleich. Moment, wo ist sie hin? Natti muss hierher gebracht worden sein. Ah. Ich muss sie schnell finden. Die Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Ja. Die Frage, alle hier hin oder? Eine Geheimtür. Ah. Natti muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Sonst war da aber, glaube ich, nichts, ne? Da hinten sind irgendwie Kobolde oder sowas. Moment, war da nicht noch was? Meine ich doch. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Och, ich würde eigentlich lieber reingehen und, sollte mich nicht sehen lassen. Ach komm. Das ist meine Natti, die wird hier nicht als Köder benutzt. Ich kann nicht deine Macht nur lassen. Confringo!
Helium. War das alle? Darf ich wieder nicht aufnehmen? Okay. So, ich sollte nicht gesehen werden. Scheiß drauf, wir gehen einfach rein und ballern hier alles nieder. Was ist? Was haben wir denn da? Ein verloren gegangen? Es war wohl eher ein verloren gegangener Aschwinder, ne? Oder wie heißen die? Heieiei. Rüstungen, okay. So, da haben wir ganz viel. Da können wir theoretisch noch hochgehen. Die Frage ist, können wir da hochgehen? Mein lieber Otto, was ist das für ein pinker Brief? Ich habe deinen letzten Brief wieder und wieder gelesen und werde ihn jede Stunde lesen, bis wir uns, ach so, endlich sehen. Mir schaudert es bei den Gedanken, dass ich dich nun für längere Zeit nicht sehen kann. Aber ohne Hoffnung bin ich nicht. Ich sehne den Tag herbei, an dem wir unsere Verlobung mit denen, die wir lieben, teilen können. Besonders mit meinem lieben Vater. Ich verstehe, dass du warten willst, bis sich deine Verhältnisse etwas stabilisiert haben. Und ich weiß, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, dass eine solche Situation bald erreicht ist. Bitte erlaube mir dennoch, dir zu sagen, dass die vergangenen Monate, in denen ich die Gefühle, die mich auf die höchsten Gipfel der Glückseligkeit befördern, nicht offen zeigen konnte, eine große Prüfung für mich waren. Nun will ich noch ein weiteres Mal deinen Brief lesen. Voller Zärtlichkeit, deine Rosi. Rosi. Also nicht wegen dem Namen. Das ist der Brief von Rosi. Ich sollte ihn zerstören, wenn ich ihn finde. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Ich hätte ihn jetzt aber mitgenommen, einfach nur, ne? Oh Gott. Nicht deswegen, sondern weil einer bei uns in der Gilde eine Rosi als Char-Namen hat. Als Hauptchar. Oder eigentlich von überall nur Rosi genannt wird. So, was haben wir denn hier? Kommen wir da schon so hin, wenn wir hier durchlaufen? Bombarda. Ja, das geht. Gucken, da kommen wir wahrscheinlich zu dem einen, was ich eben gesehen habe, oder? Revelio. Ja. Perfekt. Bombarda. Revelio. Okay, das geht wohl eher nicht. Das ist so dunkel. Ich sehe überhaupt nichts mehr gerade. Gut, dann können wir noch auf der an. Achso, das ist schon offen. Netterweise haben sie es schon geöffnet. Vielen Dank. Gehen wir doch auch mal direkt durch. Bisschen weniger Gezischel wäre schön. Hm. Hier ist gar nichts. Moment. Kommt man hoch? Revelio. Ah, da. Sehr schön. Ja, immerhin 47, ne? Geld ist immer gut. So, da kommen wir theoretisch runter. Da müssen wir hin. Das heißt, wir gucken hier nochmal kurz, was wir noch einsammeln können. Hier habe ich gerade schon mal was gesehen. Bist mir lieb wie ein Augure, der vom kommenden Regen singt. Wie ein teurer Coup wart ich hie, auf dass der Wind dich zu mir bringt. Mein Herz verzaubert, das hast du, und nun bin ich ganz die Deine. Auch ich hab's gewusst im Nu, bist mir ewiglich der eine. Dulcibella Philibert. Das Buch mit den Gedichten, das Agabus Filbert gestohlen wurde. Er wird sich darüber freuen. Ja, und ich freue mich, dass wir da hinten auch nochmal was holen können. Also wie gesagt, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass meine Stimme im Moment so extremst kratzig ist. Es ist irgendwie, heute hat es angefangen, dass plötzlich meine Stimme nachgelassen hat und ja. An sich fühle ich mich super, aber stimmlich ist es halt nicht so toll gerade. Und gerade meine Stimme ist natürlich das, was ich jetzt brauche, wenn ich aufnehme. Aber ich hoffe, ihr könnt mich dennoch einigermaßen gut verstehen. Und ich versuche einfach nicht ganz so viel zu reden. Ich weiß. Ich und nicht ganz so viel zu reden. Es fällt mir auch nicht leicht. Ich wusste, du verstehst die Sache mit dem Zauberstab. Ich brauche Hilfe. Ja. Erstmal zu Nati.
Oder auch nicht, die will nicht mit mir reden. Dann rede ich erstmal mit dir. Mr. Rabe? Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zellen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natti kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Ihre Freundin Natti konnte meinen Stab nicht beschwören. Er muss blockiert sein. Okay. Revelio. Dann gucken wir doch mal. Ne, da ist nichts. Ja, aber er soll hier im Kreis sein, oder warum? Mein Zauberstab ist in diesem Raum. Ja, und wo? Ich kann ihn nicht mal aufdecken. Ja, setzen wir uns erstmal eine Runde hin, kein Thema. Mr. Rapes Stab könnte da drin sein. Wo drin? Revelio. Was war das gerade? Hallo? Alohomora. Mr. Rapes Zauberstab. Er wird erleichtert sein. Mr. Rabe, ich habe Ihren Stab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Okay. Und jetzt Natti, komm. Schneller. Hat er die gerade angeschossen? Natti, stopp, ich hab deinen Zauberstab. Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Willst du nicht erstmal deinen Zauberstab wieder zurückkriegen? Dann halt nicht, dann behalte ich den halt. Kein Thema. So, wir müssen jetzt auf die gegenüberliegende Seite, ja? Da kommen wir... Oder müssen wir... Doch, wir müssen nach oben, ne? Wenn ich das richtig sehe. Aber wir kommen nicht nach oben. Vielleicht müssen wir doch nach unten und dann irgendwo nach oben. Revelio. Sind wir hier nicht eben schon gewesen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Nee, ach so, klar. Das ist doch der Weg jetzt wieder zurück. Ich sehe hier gerade überhaupt gar nichts. Moment, da sind Stufen. Da können wir hoch. Das ist so dunkel jetzt gerade hier. Ich weiß, ich könnte Licht anmachen, aber... Ich muss ja kampfbereit sein, hat sie ja selber gesagt. Ja, wir sollen wieder zurück. Okay, verstehe. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow ein für alle Mal. Warum hat die das nicht einfach gesagt? Ich habe jetzt gedacht, wir sollten die selbst erledigen. Not sei Onai. Ich hätte es wissen müssen. Und sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass sie beide sicher sind. Iskorape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass sie das waren. Geht es Mr. Rabe gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer, eigentlich haben Natti und ich erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade heftig bedroht haben. Rockwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rabe entführt, um seine Frau zu erpressen und Natti, sondern auch Agabus Filbert und Otto Dibble ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was sie beide anbelangt... Ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant.
Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Die Behörden waren keine große Hilfe, ja. Das stimmt allerdings. Ja, Officer. Haben Sie genug Beweise, um etwas gegen Harlow und Rookwoods Bande zu tun? Nun, der Anfang wäre gemacht. Wir werden sehen. Aber das liegt jetzt in meiner Hand. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Natürlich, natürlich. Die eine lässt mich hängen und will nicht weitermachen und die andere muss jetzt mit ihrer Mutter kämpfen? Fragezeichen. Wer weiß, wer weiß. Ja, trotz nicht mehr ganz vorhandener Stimme würde ich aber gerne weitermachen, weil das macht mir unheimlich Spaß. Und ich hoffe, ihr ja, habt Verständnis dafür, dass meine Stimme im Moment ein bisschen down ist. Aber ich hoffe, ihr versteht trotzdem, was ich sagen möchte, auch wenn ich vielleicht gerade am Rumbrüllen bin. Und was kommt jetzt? Na, na? Die Erschwinderinnen belästigen mich nicht mehr. Ich vermute, das ist ihr Werk. Vielen Dank von mir und Rosie. Wir brechen gerade zu unseren Flitterwochen auf, nachdem wir Mr. Hill von unserer Heirat erzählt haben. Wünschen Sie mir Glück. Oh, das ist doch mal ein schönes Ende. Das waren jetzt ganz tolle letzte Worte. Also hoffentlich nicht für ihn, aber für diese Folge. Und ja, ich werde noch mal eben ein bisschen trinken und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.